Da geht's bei Workers and Resources, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sind hier unterwegs. Tja, wohin? Wir sind hier unterwegs zu unserer Baustelle da hinten, um unsere Energieversorgung sicherzustellen. Okay. Danke bitte. In der heutigen Folge machen wir erstmal hier Vollgas und werden uns jetzt am Anfang um die Zäune kümmern. Wir haben ja mehr oder weniger beschlossen, dass wir so einen Zaun nehmen werden. Und ich muss sagen, ich gebe euch recht, der Zaun sieht schon besser aus. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier einfach, dass wir hier noch genug zu tun haben für den Bau diverser Sachen, werde ich das jetzt hier im Video machen. Mit euch gemeinsam, ja. Ich denke, wir haben, wie gesagt, ja noch mit den Baustellen genug zu tun. Und dann können wir auch hier in dieser Ecke gleich weiter planen. Dann kann ich euch zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, hier vorne möchte ich gerne einen Platz hinhaben. Aber das gucken wir uns dann alles an, wenn das hier soweit fertig ist. So. Einmal dahin. Genau, Regierungsloyalität so niedrig. Das hatten wir jetzt schon diverse Male. So, also die Planung erstmal weg. Wir gucken mal ganz fix nochmal hin. Ja, okay, das ist klar. Hier sind jetzt die Straßen im Bau. Der ist fast fertig. Da gibt es nochmal einen kleinen Müllplatz. Das will ich eigentlich auch nochmal fix tern und federn hier. Da können wir erstmal den Fußweg bauen. Und ich wollte gerade sagen, du musst dann einmal verschwinden. Genau. Und dann können wir übrigens auch die Straße hier unten schon anfangen, einmal komplett zu teeren. Und das wirklich so als Hauptstraße dann zu nutzen. Und hier nach und nach wirklich auch alles mit Teer zu versehen. Auch den Bereich hier. Ich würde eigentlich auch, pass mal auf, jetzt wo die, na schade. Jetzt haben wir hier vorne auch gerade eine Ecke. Da ist, zack. Einmal durchziehen bitte. Auch, dass dieses Durchziehen jetzt funktioniert, das ist übrigens auch ein Teil, der mit dem Update 9 gekommen ist. Hatte ich nicht gesagt, dass das Ding geteert werden soll? Ach guck, wir fahren dann trotzdem die Autos drüber. Das ist ja nice. Okay, gut. Wie dem auch sei. Ihr seht, wir haben immer noch genug zu tun. Und wir sind jetzt ja dabei, hier vorne, ne Moment, Quatsch. Falsch. Wir waren hier vorne bei, die ganzen Wege zu bauen. Und das braucht jetzt erstmal eine ganze Menge Zeugs. Vor allen Dingen Straßenlampen brauchen wir. Jetzt müssen wir gucken, was fehlt denn noch alles? Stahl. Okay, die sind echt alle unterwegs, ne? Wir müssten wahrscheinlich echt sogar irgendwann ein weiteres Verteilungszentrum, ein weiteres Baubüro bauen, wenn das so weitergeht hier bei uns. Jetzt müssen wir einmal fix schauen, wie es hier aussieht. Da müssen wir auch einen weiteren planen. Wir müssen auch diese Tankstelle einmal umplanen. Das machen wir jetzt alles Stückchen für Stückchen. Ich würde nämlich gerne hier diese Tankstelle mal weg haben. Und auch tatsächlich diese Tankstelle hier weg haben, denn das ist irgendwie na, dann doch am falschen Ort. Und jetzt will ich aber noch mal was ganz anderes checken. Entschuldigt bitte dafür. Ich würde gerne einmal... das ist natürlich... Ey, wieso haben wir denn so wenig? Was haben wir hier für Pflanzen, ja? Pass auf, wir werden hier mal ein paar Stapelgabler kaufen. Und wenn die angekommen sind, dann werden die hier unterstützen. Ich glaube, wir haben doch genug. Wieso sind denn in der Brennerei so wenig Leute drin? Doch, wir produzieren eigentlich genug. Wie viel haben wir denn hier vorne drin? Ist hier irgendwie ein... Nee. Wir können mal die Chemikalien hier ein bisschen zurückfahren. Und hier vorne ein bisschen mehr ins Lager legen. Das ist hier, dass hier ein bisschen mehr reingeht. Ich glaube, das würde mir ganz gut gefallen. Ich habe nämlich ein bisschen Bedenken bei der Größe an Republik, die wir momentan haben, dass wir hier ansonsten ein Problem bekommen könnten, wenn wir jetzt nicht langsam quasi das Niveau von Essen ein bisschen
nach Arbeiten. So. Und wir hatten ja, wenn mich nicht alles täuscht, hier drinne unsere beiden Routen. Alk und Nahrungsverkauf, genau. Haben wir hier eventuell ein Problem? Nee. Nee, das ist kein Problem. Die funktionieren. Okay, gut. Also, das System funktioniert noch. Dann sollten wir uns keine Sorgen machen. Jetzt will ich aber trotzdem auch nochmal schauen, wie es hier aussieht. Da ist jetzt erstaunlicherweise noch nichts drin. Dann kommen die. Ah, die sind unterwegs. Okay, das dauert natürlich eine ganze Weile. Und da kommen sie und machen unser Tanklager voll. Das ist ziemlich gut. Die stehen deswegen hier noch rum. Die holen noch nichts. Genau, weil sie genau wissen, dass das Lager eigentlich voll ist. Jetzt gucken wir mal. Da kommt der Erste. Und einmal voll machen, bitte. Sehr schön. Da kommt der Nächste. Wunderbar. Das gefällt mir richtig gut. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, unseren Treibstoff vernünftig zu versorgen. Die große Frage, die auch immer wieder kommt, warum hole ich das nicht direkt von hier? Das hat was mit der Verteilung hinterher zu tun. Ich möchte hinterher die interne Treibstoffverteilung eben zu solchen Mini-Zentren machen, dass die lokale Verteilung von der Zentralverteilung versorgt wird. Also im Prinzip schon irgendwie ein Zentrallagerkonzept, was man hier oder was wir hier haben, aber eben kein Zentrallagerkonzept mit zentralen Ort, sondern eher ein zentrales, dezentrales Konzept. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich gewesen, was ich hier gerade erzählt habe. Warum ist die Zufriedenheit hier so? Ach so, das ist das, ja, das eilt noch nach. Okay, das kommt aber. Jetzt können wir die Leute hier eigentlich auch wieder einziehen lassen, ne? Die Straßen sind ja fertig. Genau. Ja, alles klar. Und das ist fertig. Das kommt auch. Jetzt haben wir da ein paar Leute drin. Sehr schön. Okay, also, das kommt. Das ist im Bau. Der hier ist jetzt auch im Bau. Wunderbar, das kann auch gemacht werden. Und dann können wir uns jetzt mit dem Bereich hier befassen. Ich möchte nämlich gerne hier rein eine wunderschöne, na, hoffentlich wunderschöne, wo ist es? Eine Bushaltestelle haben. Und da kann es nichts anderes geben als diese Bushaltestelle hier. Hier vorne hin. Einmal mittig rein. Dann hoffe ich mal. So. Dass wir hier vorne auch entsprechend Asphaltplatten haben. Rollbahnstreifen, Asphaltstreifen, genau, so Asphaltflächen. Und die würde ich jetzt quasi gerne hier hin machen. So in dem Bereich. Bis zu diesen Wegen hier. Dass es hier entsprechend gut aussieht. Aber wir werden erstmal hier noch einen Fußweg machen. Den werden wir einmal von da einmal dort dran machen. Und dann werden wir den Weg hinterher, also diese Mauer, an dem Fußweg entlang laufen lassen. Das könnten wir hier, wir können den hier vorne so ein bisschen enden lassen. Einmal darum, Kurve. Einmal da oben gerade hin. Einmal dahin. Hier vorne auch noch entlang laufen lassen. Machen wir per Mittelabgriff auch nochmal daran. So, in der Mitte möchte ich jetzt, also der Vorplatz wird dann hier unten in diese Richtung erweitert. Und hier möchte ich jetzt diesen Platz hier weiter bauen. Jetzt gucken wir mal, dass wir im Bereich das ebenfalls so hinkriegen. So. Okay. Einmal dahin und einmal bis, ja, ich denke, wir können ruhig bis an die
könnte rangehen. So, gut. Dann machen wir jetzt unsere neuen Mauern. Das ist jetzt im Prinzip der Vorplatz. Und hier kommt das noch ein bisschen größer hin. Hier möchte ich noch zwei Parkplätze haben in dem Bereich. Dann gibt es hier einen schönen Weg, dass die Leute hier auch parken können. Dann gibt es ein paar Springbrunnen und dann kommt der Palast der Republik bei uns. So ist der Plan. Und was dann da hinten entsteht, ja, das werden wir sehen. Das wird sich irgendwann zeigen. Und jetzt zeige ich euch nochmal. Machen das mal hier. Die Alternativen, also einmal den hier. Das ist 1, 2 und den finde ich persönlich zu klein. Ich würde lieber den hier nehmen, aber das machen wir mal so ein bisschen, den finde ich einfach für so ein Regierungsviertel noch monumentaler. Die haben hier vorne so eine Bubbles oben drauf. Sowas haben wir hier leider gar nicht. Deswegen nehmen wir trotzdem diesen Zaun und werden den über F1 einmal hier lang bauen. Jetzt gucken wir mal, dass wir den dahin bauen. Einmal dahin und können wir das nicht so direkt anschließen? Ah, das ist ja schade. So, einmal noch nach. Ja. Einmal dahin und. Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Das geht. Alles klar. So, dann einmal den Zaun. Und von hier aus gehen wir. Mal in die Richtung. Dann einmal darunter und daran. Daran. So, da kommen wir nicht ganz hin. Das ist ja schade. Gucken wir mal, dass wir einmal da lang kommen, an dem Snap-Punkt. Dann da unten hingehen und dann so ran. So. Einmal, da ist ein Gebäude. Ah, das ist ja doof. Dann einmal so bitte. Ich hoffe, das passt so halbwegs. Ja, sehr gut. Okay, also lange Meter bitte. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der. Guck, da bin ich viel zu weit gewesen. Einmal dahin. Dann gehen wir hier vorne am Fußweg runter. Und einmal daran. Und einmal daran. So. Hier möchte ich auf der Ebene weitergehen. Einmal geradeaus bitte. Hier auch einmal runter. Und bauen. Sehr gut, dann haben wir's. Und das braucht tatsächlich. What braucht das? 50 Tonnen Stahl? Was ist denn das? Ist das nur das angemalter Stahl oder was? Das ist ja unglaublich. Nun denn, wie dem auch sei, es ist mir am Ende des Tages auch egal. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Okay. So, wie sieht es hier hinten aus? Dort ist die nächste Stelle fertig. Die Wege sind hier durch. Der Müll kommt auch. Das sieht doch ganz gut aus. Wichtig ist mir eigentlich, dass wir mal gucken, was die noch im Bau haben. Und das sind die Hochspannungsschalter und die Pipelines. Ja, das ist dann doch auch wichtig. Und wenn das alles fertig ist... jetzt haben wir den hier vergessen, ne? Ja, nicht. Und wenn das alles fertig ist... Der ist sogar fertig. Heidewitzka. Bauen wir den auch nochmal bitte. Den müssen wir auch noch im Bau nehmen. Den müssen wir bitte auch noch bauen. Aber wenn ich jetzt alles gebaut hätte, dann wäre das schon fertig. So, hier vorne fehlen noch zwei Rohre. Die sind aber im Bau. Ja, Mensch, cool. Dann kann tatsächlich bald die Ölproduktion von hier hinten losgehen. Jetzt will ich doch mal sehen, wie viel wir hier hinten schon haben. Es ist noch nicht voll, aber es wird hier echt munter produziert, ne? Das ist mega gut. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir zumindest unseren Verbrauch selbst decken können. Wir werden das mal überprüfen.
Das ist ja schon mal eine gute Sache. Einmal im letzten Monat, bitte. What? Ja, lass mich raten, das ist hier. Ja. Da kam ja keine Polizei hin, ne? Mist. Ja, Moment. Entschuldigung, bitte. Das müssen wir jetzt mal kurz überprüfen. Die müssten eigentlich die notwendige Reichweite haben, ne? 9%. Polizeibeamte. Das ist übrigens für mich persönlich noch ein, noch ein bisschen ein Problem in dem Spiel. Ich zeige euch mal, was ich meine. Jetzt sind wir von dem Teil da hinten abgekommen. Wir machen da hinten gleich weiter. Wir können uns zwar hier so Sanierungsfälle, das ist in dem Fall, ich finde dieses Icon immer noch geil. Das ist so, das ist toll. So, wir können uns zwar hier die Kriminalität anzeigen. Ach doch, ich habe nichts gesagt und behaupte genau das Gegenteil. Es gibt jetzt hier ein Bubble für Kriminalitätsrate. Ich habe nichts gesagt. Alles gut, es gibt keine Probleme mehr im Spiel. Es gibt nur Lösungen. So, vergesst, was ich gesagt habe. Wisst ihr übrigens schon, dass es hier jetzt mittlerweile in diesem Overlay auch eine Kriminalitätsanzeige gibt? Das ist echt ein großer Vorteil von dem Spiel. Das gab es so vorher nicht. Ganz tolles Update, mega. So, bitte den anderen Teil vorher ignorieren. Okay, gut. Es könnte auch passieren, dass ich ihn tatsächlich nicht rausschneide. Okay, gut. Also, wir wollten gucken, wie das mit dem Verbräuchen aussieht. Das baut ja hier vorne munter weiter im letzten Monat. 19. November, aber noch ein paar Tage Zeit. Jetzt haben wir tatsächlich... Nein! Wir haben keinen Treibstoff mehr importiert. Mai, oh Mai, oh Mai. Das heißt, Enddatum, Anfangsdatum, minus September. Und da sind es tatsächlich... 50.000 gewesen. Wow. Oh, ist das jeden Monat so? Ja. Und im letzten Monat haben wir keinen Treibstoff mehr importiert. Das heißt, jetzt gehen wir mal auf Produktion und Verbrauch. Das ist ja auch nochmal spannend. Im letzten Monat sind wir bei einer Produktion von 117 Treibstoff gewesen. Bei einem Verbrauch von 110. Oh, genial. Das ist super, Leute. Echt mega. Das heißt, wir schaffen es jetzt allen Ernstes, unseren Bedarf echt zu 100% zu decken. Das ist wirklich, wirklich gut. Ganz ehrlich. Jetzt haben wir hier ein Problem. Du verarschst mich da, oder? Ey, du verarschst... ohne Scheiß, du verarschst mich doch jetzt. Sag mal, manuell sending Dingens da hinten hin. Building is not in fire. Natürlich bist du in fire. Nee, der ist in fire. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich drehe am Rad. Das ist doch nicht wahr. Nein, die Tankstelle kann zum Feuer nichts dabei tragen. Gerade aufgebaut und schon wieder kaputt. Bitte einmal dahin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt können wir hier vorne noch ein paar weitere Schneeflüge kaufen. Und jetzt müssen wir mal die... Oh, der hat keinen Treibstoff. Der ist nicht am nationalen Treibstoffverteilungsnetz angeschlossen. Ja, das machen wir gleich. Wir können hier aber noch mal ein paar Schneeflüge kaufen. Der kostet, was, 20.000? Noch mal zwei Stück hin, bitte. 3 Kilometer. Der kann ruhig überall mitarbeiten. Ja, ich weiß, wir löschen die Nachrichten jetzt. Wir ignorieren das einfach. So, und wir müssen halt dringend einmal diese Tankstelle hier umbauen. Und ich möchte die Tankstelle an der Position eigentlich belassen, aber hier unten hinsetzen. Ja, und hier wirklich einen zentralen Punkt setzen für die Tankstelle. Deswegen werden wir jetzt erstmal Nerdopol Diesel 1 hier nicht mehr... als Versorgung mit aufnehmen. Das nehmen wir mal raus. Ja, und dafür setzen wir jetzt die Tankstelle da unten hin, die auch definitiv jetzt schleunigst gebaut werden da sollte. Was haben wir denn hier Feines? 60 Tonnen. Ah, das ist super. Das fände ich doch, das fände ich ziemlich cool, wenn wir das genau so bauen, dass die wirklich hier oben reinfahren und da durch. Genau so. Strom haben wir auch.
Was? Ressourcenauto kaufen? Ich wollte gerade sagen, das funktioniert jetzt aber nicht. So, bitte aufbauen. Und dann werden wir die hier abreißen und an deren Stelle kommt ein neues Verteilungsnetz. So, das bedeutet, wir können uns einmal auf ihn hier stürzen und ihn einmal mit Treibstoff versorgen. Und dann müssen wir tatsächlich diese 19 hier, da können wir noch einen voll machen. Und er hier muss dann mit seinem letzten den hier versorgen, also der hier entstehen wird. Nerdopol Diesel 3. Und er versorgt dann den, wen auch immer er da jetzt dann versorgt. Ich hab's gehabt. Ey, das ist doch nicht wahr. So, wo ist der Feuerwehrwagen gewesen? Ja, es ist doch nicht wahr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo hier vorne war er gerade unterwegs. Naja, hier ist er. Yes, yes, yes. Das wird uns noch ein bisschen öfters passieren. Es ist, wie es ist. Tja, was soll's? Jetzt haben wir noch kein Abrissbüro zugewiesen. Das werden wir auch mal fix machen. Es hätte so schön sein können. Ich muss unbedingt Sprengstoffe produzieren. Dann können wir den ganzen Laden einfach in die Luft jagen. Also, wegoptimieren. Ja, das Gebäude wurde schon abgerissen. Aber der Müll muss abtransportiert werden. Abrissstelle ist keinem Abrissbüro zugewiesen. Ja, das will ich doch machen. Hab den falschen Knopf gedrückt. Einmal da bitte. So, dann transportiert den Kram mal ab. Dann bauen wir es halt gleich wieder auf. Was soll's. Und zumindestens... Oh, die Ölforschung ist abgeschlossen. Sehr schön. Zumindestens unsere Forschung läuft noch. Also das sieht ja... Das sieht ja ganz gut aus. So, Zufriedenheit niedrig. Das ist immer noch hier, ne? Aber warum? Die haben doch jetzt alles wieder. Ist doch jetzt alles in Reichweite, oder habe ich hier irgendwie... Nee. Die haben alles in Reichweite. Verstehe ich nicht. Ja, und zu viele Kriminelle. Ich weiß. Oh, Herrgott, dann sollte er doch mal einen Wagen ausrücken. Minus 10 Grad. Jetzt checken wir mal, wie es mit der Heizung aussieht. Ja. Das sieht gut aus. Bodeversorgung. Passt auch. Check. Treibstoff ist auch voll. Das ist echt mega toll, dass wir dadurch es jetzt schaffen, hier unsere ganzen zu versorgen. Hey, oh mein, der ist ja fertig. Wieso ist denn der so schnell fertig? Die sind doch hier auch noch nicht fertig. Spannend, ne? Diese Strecke dauert länger, aber das liegt daran, dass die hier Stahl und Elektronik brauchen. Aber wir brauchen den Stahl- und Elektronikweg hier, um dort die entsprechende Gehgeschwindigkeit zu generieren. Ja, also das ist halt hier dann doch notwendig. Das ist eine sehr gute Sache. Okay, wie sieht es hier aus? Wir können tatsächlich anfangen, Bitumen zu verkaufen. Das ist ja mega. Also wenn der voll ist, dann können wir gucken, dass wir von hier Bitumen verkaufen. Das ist schön. Also das, ganz ehrlich, das meine ich wirklich ehrlich. Wenn wir einen Bitumenüberschuss haben, dann verkaufen wir den gen Westen oder gen Osten. Das bedeutet nämlich, Bitumen bringen uns 700 pro Tonne. Das heißt, in einem Fahrzeug sind mal schnell 7 bis 10.000 Rubel pro Fahrzeug. Wahnsinn. Das ist richtig gut. Vor allen Dingen, das veredelt uns wirklich hier den Diesel. Ja. Gut. Also, das sieht gut aus. Und jetzt muss ich ja sagen, wir gucken mal hier rein. Und ich wollte nämlich einmal in die Forschung, in die Forschung weitergehen. Studie darüber, wie der Rundfunk eingeschlossen wird. Wir könnten zum Beispiel Tourismus machen oder Stromverbindungen zusätzlich bauen, erforschen, dass wir weitere Stromverbindungen bauen können. Aber eigentlich müssen wir mehr Wert jetzt auf die medizinische Universität legen. Da brauchen wir noch mehr.
Ich möchte aber eigentlich die OPEC-Mitgliedschaft haben. Das heißt, wir müssen erst die Pipeline-Verbindung in die westlichen Länder erforschen. Und dann werden wir die OPEC-Mitgliedschaft nehmen. Das sieht dann vielleicht nochmal ein bisschen besser aus. So, wie sieht es hier aus mit produktionsmäßig? Auch sehr gut. Da wird gerade gewartet. Wie sieht es denn hier aus bei den Sanierungen? Okay, die beiden müssen saniert werden. Wir sind ja auch schon 75. Hier vorne muss auch saniert werden, die Wohnung. Hier vorne noch nichts, ne? Ne, das passt. So, jetzt steigt auch noch der Weltmarktbericht, also der Ölpreis auf dem Weltmarkt. Das ist auch eine sehr gute Sache. Und dann könnten wir eigentlich, denn ihr seid ja, ihr habt ja nichts mehr zu tun, ne? Nur noch die Pipeline. Ne, pass auf, wir machen das erstmal fertig und werden der Tankstelle hohe Priorität geben. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ihr habt, jetzt im Ernst, das Ding ist auch schon fertig? Ich weiß nicht. Wie schnell seid ihr denn? Das ist ja der Hammer. Wie sieht es da hinten aus? Liegt da jetzt schon Spannung an? Ui, da liegt schon Spannung an. Ich sag's euch, die Spannung steigt. Einmal hohe Priorität bitte. Und dann können wir, sobald das hier fertig ist, die erste Ölpumpe reinmachen und können uns das Öl zusätzlich von da hinten holen. Das ist eine gute Sache. Dann müssen wir mal gucken, ob wir tatsächlich nur das Öl von hier holen. Ja. Und das von da hinten zur Raffinerie. Und dieses Öl als Notnagel erstmal in den Verkauf weiterlaufen lassen. So würde ich es erstmal machen, damit wir weiter in der Lage sind, ein bisschen Öl als Notnagel zu verkaufen und die Produktion hier oben zu optimieren oder hier reinzugehen. Und wenn die Tanks hier langsam voll werden, und das wird bald der Fall werden, wir sind bei unseren 300 Tonnen Notreserve bald angekommen. Das ist echt der Wahnsinn. Dann können wir nämlich tatsächlich anfangen, hier mit LKW-Routen den Tank und den Tank leer zu machen und zu exportieren. Eigentlich hatte ich ja vor, das hier rüber zu setzen. Dann müssen wir mal die Kiesstraßen jetzt auch weiterbauen. Ich ging jetzt echt nicht davon aus, dass das so schnell geht alles. So, wie sieht es bei den Gleisen aus? Wir hatten den hier nämlich auch fertig. Dann können wir den Gleisbau hier auch aktivieren. Den Brückenbau können wir hier aktivieren. Und die beiden können wir auch aktivieren. So, wie sieht es denn hier aus jetzt? So viele Kriminelle, ich weiß, ich weiß. So, die ganze Reihe ist fertig. Er ist fertig. Hier ist fertig. Sind die jetzt hier vorne schon im Bau? Nee. Der hier ist noch nicht im Bau. Ja, Moment, stopp. Der ist noch nicht im Bau. Das ist die gesamte Rohstoffversorgung. Ja, wir bleiben erstmal bei der Personalversorgung. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Dann müssen wir kurzfristig die Sachen hier hinten mit einem VZ abtransportieren. Das können wir sie vorne hinsetzen. Ich denke, das werden wir auch direkt hier an diese Seite setzen und dann von hier aus, dann werden wir uns hier eine Straße rüber zimmern und erstmal ganz stumpf die Sachen dort hinten hinbringen. Ich glaube, das ist jetzt für den Moment die beste Lösung. Wo ist Stau? Ach so, weil er einlädt. Naja, gut, das ist ja jetzt kein Stau. Das ist halt einfach so, das dauert einfach seine Zeit. Okay, aber den Kram machen wir beim nächsten Mal. Dann werden wir uns hier wirklich erstmal eine Exportroute in diese Richtung bauen. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.